Er wollte mich erinnern, verstehst du? Da packte mich die Wut und ich erinnerte ihn auch. Landsturmmann Kantorek, vor 2 Jahren haben sie uns zum Bezirkskommando gepredigt. Darunter auch den Josef Behm, der eigentlich nicht wollte. Er fiel 3 Monate, bevor er eingezogen worden wäre. Ohne sie hätte er so lange gewartet. Und jetzt? Wegtreten. Wir sprechen uns noch. Es war mir leicht, seiner Kompanie zugeteilt zu werden. Als erstes nahm ich ihn mit zur Kammer und sorgte für eine hübsche Ausrüstung. Du wirst ihn gleich sehen. Wir gehen auf den Hof. Die Kompanie ist angetreten. Mittelstädt lässt rühren und besichtigt. Da erblicke ich Kantorek und muss das Lachen verbeißen. Er trägt eine Art Schoßrock aus verblichenem Blau. Auf dem Rücken und an den Ärmeln sind große dunkle Flicken eingesetzt. Der Rock muss einem Riesen gehört haben. Umso kürzer ist die abgewetzte schwarze Hose. Sie reicht bis zur halben Wade. Dafür sind aber die Schuhe sehr geräumig. Eisenharte, uralte Treter mit hochgebogenen Spitzen, an den Seiten zu schnüren. Aus Ausgleich ist die Mütze wieder zu klein. Ein furchtbar dreckiges, elendes Krätzchen. Der Gesamteindruck ist erbarmungswürdig. Mittelstädt bleibt stehen vor ihm. Landsturmmann Kantorek, ist das Knopfputz? Sie scheinen es nie zu lernen. Ungenügend, Kantorek, ungenügend. Ich brülle innerlich vor Vergnügen. Genau so hat Kantorek in der Schule Mittelstädt getadelt, mit demselben Tonfall. Ungenügend, Mittelstädt, ungenügend. Mittelstädt missbilligt weiter. Sehen Sie sich mal Böttcher an. Der ist vorbildlich. Von dem können Sie lernen. Ich traue meinen Augen kaum. Böttcher ist ja auch da. Böttcher, unser Schulportier. Und der ist vorbildlich. Kantorek schießt mir einen Blick zu, als ob er mich fressen möchte. Ich aber grinse ihm nur harmlos in die Visage, so als ob ich ihn gar nicht weiter kenne. Wie blödsinnig er aussieht mit seinem Krätzchen und seiner Uniform. Und vor sowas hat man früher eine Heidenangst gehabt, wenn es auf dem Katheder thronte und einem mit dem Bleistift aufspießte bei den unregelmäßigen französischen Verben, mit denen man nachher in Frankreich doch nichts anfangen konnte. Es ist noch kaum 2 Jahre her. Und jetzt steht hier der Landsturmmann Kantorek, je entzaubert mit krummen Knien und Armen wie Topfhenkeln, mit schlechtem Knopfputz und in lächerlicher Haltung. Ein unmöglicher Soldat. Ich kann ihn mir nicht mehr zusammenreimen mit dem drohenden Bilde auf dem Katheder. Und ich möchte wirklich gern mal wissen, was ich machen werde, wenn dieser Jammerpelz mich alten Soldaten jemals wieder fragen darf. Bäume, nennen Sie das Imparfait von Allais. Vorläufig lässt Mittelstädt etwas Schwärmen üben. Kantorek wird dabei wohlwollend von ihm zum Gruppenführer bestimmt. Damit hat es seine besondere Bewandtnis. Der Gruppenführer muss beim Schwärmen nämlich stets 20 Schritt vor seiner Gruppe sein. Kommandiert man nun, kehrt, marsch. So macht die Schwarmlinie nur die Wendung. Der Gruppenführer jedoch, der dadurch plötzlich 20 Schritt hinter der Linie ist, muss im Galopp vorstürzen, um wieder seine 20 Schritt vor die Gruppe zu kommen. Das sind zusammen 40 Schritt, marsch, marsch. Kaum ist er aber angelangt, so wird einfach wieder kehrt, marsch, befohlen und er muss eiligst wieder 40 Schritt nach der anderen Seite rasen. Auf diese Weise macht die Gruppe nur gemütlich immer eine Wendung und ein paar Schritte, während der Gruppenführer hin und her saust wie ein Furz auf der Gardinenstange. Das Ganze ist eines der vielen probaten Rezepte von Himmelstoß. Kantorek kann von Mittelstädt nichts anderes verlangen. Denn er hat ihm einmal eine Versetzung vermurkst und Mittelstädt wäre schön dumm, diese gute Gelegenheit nicht auszunutzen, bevor er wieder ins Feld kommt. Man stirbt doch vielleicht etwas leichter,
wenn der Kommiss einem auch einmal solch eine Chance geboten hat.